Schwedens, die mit mehr als 250 Mitgliedern vom Traditionsverein bei uns in Wismar die militärische Tradition Schwedens vorstellen. Unter Ihnen ganz besonders und stellvertretend für alle Gäste begrüße ich den Stabschef der Königlichen Garde hier neben mir und den Vorsitzenden der militärhistorischen Verbände in Schweden, Herrn Larsson. Die Schwedenzeit hat einen Teil unserer Stadtentwicklung geprägt und unsere Tradition beeinflusst. Flurnamen, Bezeichnungen von Straßen und Häusern führen auf die Schwedenzeit zurück. Wir werden immer zu schätzen wissen, dass Wismar während der Schwedenzeit nicht seine deutsche Lebensart und seine kulturellen Wurzeln genommen wurden. Die Besonderheiten der neuen Provinz wurden geachtet. Das königlich schwedische Tribunal in Wismar, das höchste schwedische Gericht für die deutschen Provinzen, sprach deutsches Recht. Aus der Periode nach der Schwedenzeit ist der Spruch überliefert: Unter den drei Kronen ließ es sich gut wohnen. Bei den Vorbereitungen unseres Festes haben wir von schwedischer Seite große Unterstützung erfahren. Ob es unsere Partnerstadt Kalmar ist, das schwedische Institut, das Außenministerium Schwedens, die schwedische Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in Hamburg, sie alle haben unsere Jubiläumsfeiern wahrgenommen und begleitet. Selbst der schwedische König hat in seiner Rede Bezug auf unser Fest genommen. Am Dienstag können wir den Repräsentanten von Schweden, den Herrn Reichstagspräsidenten von Sydow, empfangen. Mit ihm werden wir am Dienstagabend um 20 Uhr gemeinsam ein Militärkonzert und ein Feuerwerk erleben. Wenn ich heute durch unsere Stadt gehe, dann werde ich daran erinnert, dass zur Schwedenzeit die Einwohnerschaft der Stadt zu 50% aus Einheimischen und zu 50% aus Schweden bestanden hat. Heute habe ich den Eindruck, wir nähern uns wieder diesen Zeiten und das freut mich sehr. Ich wünsche mir, dass aus dieser Begegnung in Wismar Freundschaften entstehen, die länger wirken als die Dauer unserer Festtage. Wir hoffen, dass wie heute auch in den kommenden Jahren die Anwesenheit von vielen Schweden in Wismar so selbstverständlich ist wie vor 200 Jahren. Ich gebe jetzt das Mikrofon an den Stabschef der Königlichen Garde.